So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15 Universe, die letzte Smackdown-Ausgabe, letzte Folge allgemein vor Extreme Rules. Wir sind bei Smackdown, der B-Show, wo es immer ein Match geben soll, was sonst keine Fehde hat, sondern einfach bloß ein Match für zwischendurch und so weiter. Da haben wir diese 5 Matches zur Auswahl. Die Leute, die im Stream gerade zuschauen, haben die Möglichkeit bekommen zu voten, welches Match sie haben wollen. Aber erstmal, letzte Ausfolge gab es ein schönes Match zwischen Aiden English und Sin Cara. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut in der Videobeschreibung vorbei, da kommt ihr zur Playlist und dann geht ihr einfach auf die letzte Folge. War eine sehr interessante Ausgabe, vor allen Dingen am Ende. Also, Matches spielen. Und zwar haben sich die Leute entschieden für Cena gegen Randy Orton. 18 Stimmen hat dieses Match bekommen. Als auf dem zweiten Platz war Sandow gegen Kid. Dritter Platz war O'Neill gegen Ryback. Und vierter Platz Young vs. Woods. Bray Wyatt gegen Daniel Bryan habe ich nicht gezeigt. Oder wollte ich nicht zeigen, weil Wyatt ja schon bei Raw ein Match hatte. Das heißt, wir lassen alle Matches simulieren, außer dieses hier, oder textbasierend simulieren, Darren Young gegen Xavier Woods, Young gewinnt, Sandow gegen Tyson Kidd gewinnt, Titus O'Neill gegen Ryback, Titus O'Neill gewinnt und Bray Wyatt gegen Daniel Bryan, Bray Wyatt gewinnt und ich werde in dieser Episode mal wieder alleine kommentieren, ne? Wünschen sich hier einige. Dann haben wir das auch mal eben. Schwung auf normal und dann würde ich mal sagen, geht's los, gucken wir das Ganze einfach mal an. Bei SmackDown, Randy Orton gegen John Cena, ne? Wie oft gab es denn bitteschön dieses Match, Freunde? Das haben wir schon so verdammt oft gesehen. Gefühlt dreimal im Jahr bei irgendwelchen Pay-Per-View als Main-Event. Aber manche sagen, das ist halt so wie damals mit den Fäden, die auch immer, wo die Leute auch immer bloß gegeneinander gewrestelt haben. Wir waren das zum Beispiel Rocky gegen Austin, ne? Aber die haben die ziemlich oft gewrestelt. Ich weiß gerade nur von ihren WrestleMania-Matches. Ne, bin mir nicht ganz sicher, aber wegen so einer Matches-Serie haben sie es immer verglichen. Aber es geht erstmal los mit Chain Grapplings in der Waistlock natürlich. Das gute alte Ketten-Wrestling. Es geht weiter in den Side-Headlock mit einem Takedown dahinterher. Und was geht's mit Side-Headlock jetzt von Randy Orton-Seite? Nicht schlecht gemacht. Jetzt geht's in die Ecke. Ich kann mich mal wieder mal ein bisschen mehr auf das Match-Geschehen konzentrieren. Weiter geht's mit Chain Grappling. Wie gesagt, wenn Randy Orton gegen John Cena mal wieder bei einem Pay-Per-View auftritt, dann bin ich auch einer derjenigen, die dann sagen, schon wieder, ist das euer Ernst, are you serious, und so weiter und so fort. Aber mal sehen, vielleicht wird mich dieses Match ja voll aus den Socken hauen und ich freue mich riesig auf dieses Match, man weiß nicht so ganz. Sehr schön, Luth Vesperus jetzt hier, die Punches hinterher von Cena und Cena zeigt auch mal wieder, dass er auch nicht der softeste ist, dass er auch mal mit ein paar Punches ins Gesicht agieren kann. Sollte der Shoulder-Tackle vorhin zeigen, kommen vielleicht auch schon der Ansatz zu seinem Comeback, aber das wurde nichts. Aber aktuell noch Cena eher in der Oberhand, so wie ich das hier im Überblick habe. Jetzt auch die Luth Vesperus von Randy Orton, der ebenfalls Punches von seiner Seite aus zeigt. Der Angry Storm hinterher, Cena sagt, sie gibt gar nicht und zeigt jetzt erstmal, aus Trotz vielleicht, wieder die Luth Vesperus mit den Punches hinterher. Mal sehen, ob das irgendwie so weitergeführt wird. Mal gucken. Toe Kick. Es folgt ein Grapple jetzt hier von Randy Orton. Ein wunderschöner DDT. Und was für ein DDT Randy Orton doch in seinen hat. Der gute alte Spike DDT. Und wenn man den sieht, dann weiß man, oh oh, der RKO ist auch nicht mehr weit entfernt. Und mal sehen, ob das hier der Fall sein wird. Schöner Drop von den Fäusten aufs Gesicht. Aufs Gesicht von Mr. Chain Gang Commander oder Mr. Nee, wie sagt man nochmal? Dr. Orthogonomics. So. Gegen The Viper. Die Viper. The Legend Killer. Randy Orton. Wenn diese beiden kollidieren, dann weiß man, der WWE fällt nichts mehr ein. Ach, schön. Haben wir das Match hier nicht letztens erst wieder gesehen? Kurz vor Hell in the Cell oder so? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh, packt sich jetzt Randy Orton hoch und Suplex. Nicht schlecht gemacht. Nicht schlecht gemacht hier von Cena, der mal wieder ein paar Wrestling-Manöver auspackt. Und da sehen wir den Ansatz zum Five-Knuckle-Shuffle. Und Randy Orton sagt sich, gibt es gar nicht. Gibt's einfach einen Kick in die Fresse an Cena. Und es folgt der Russian Leg Sweep. Das heißt, wir können jetzt jederzeit von Randall das heißt Spike DDT oder ähnliches erwarten. Mal sehen, ob das jetzt der Fall sein wird. Und das sieht ganz danach aus. Und von diesem habe ich gerade noch gesprochen. Dahin wird ein Foto gemacht. Und jetzt sehen wir den Spike DDT. Freunde. Es folgt nur noch der RKO und dann ist wieder das Match schon vorbei. Oh, der kickt Cena bei 2 aus. Was ist manchmal nicht so? Rope Break? One? Nein. Oh, bei One. Bei One kickt Cena aus. Interessant. Und es
fehlt nur noch ein RKO von Randy Orton und vielleicht ist das Match dann schon vorbei. Erstmal geht's in die Seile. Was hat Randall denn davor? Gar nichts hat er vor. Gibt einfach mal die Ohrfeige. Ganz arrogant hier. Cena lässt sich das aber nicht gefallen und zeigt jetzt hier den Russian Leg Sweep. Eine sehr standardmäßige Aktion. Diese Aktion haben wir doch gerade auch noch von Randy Orton gesehen. Kevin Diana, diese Aktion verspottet ja schon fast den guten Randy. Mal sehen, ob das so weitergeführt werden soll. Punch von der linken Seite aus. Wieder der Konter. Da geht's auf den Boden für Randall. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn so auf Randall nenne. Ist einfach lustig. CM Punk hat ihn ja gerne Randall genannt, weil das Randy Orton anscheinend nicht so gerne mag, wenn man ihn mit seinem richtigen Namen anspricht. Oh oh. Ich dachte, jetzt kommt schon der AKO. Vielleicht kommt jetzt schon der Ansatz. Na, das sieht ganz anders aus. Hol ihn aus. John Cena blutet. Cover hinterher. John Cena Position. 2 und 3. Nein! Schon wieder. Cena kickt aus bei 2. Das ist ja mal ganz was Neues. Cena kickt aus. Russian Leg Sweep. Aber Cena, der ist schon deutlich angeschlagen. Aber nimmt sie jetzt nochmal seine komplette letzte Kraft, seine komplette letzte Reserve zusammen. Möchte sein Comeback zeigen. Aber Randy Orton sagt sich, nee, gibt erstmal Hip Toss. Cover hinterher. 2 und 3. Nein! Ich dachte schon. Ich dachte, diesen Hip Toss wäre das Ding vorbei gewesen. Mal sehen, ob... Will Cena vielleicht nochmal sein Comeback ansetzen? Das sieht ganz anders aus, aber... Randy Orton sagt sich, gibt es gar nicht. Das lasse ich dir nicht durchgehen. Erneut der Russian Leg Sweep jetzt hier. Und Cena, der muss jetzt aufpassen. Und auch Randy Orton ist on fire. Ja, Cena spielt ein paar Mind Games. Geht einmal raus, geht einmal rein. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kommt. Punch. Randy Orton. Geht er zu Boden. Kriegt Coverversuch ab. 1, 2. Nur bis 2. Oh, mal sehen. Die Frage ist ja im Prinzip, wer zeigt als erstes nochmal seinen Finisher? Ich kann mir vorstellen, dass auch wenn Cena nach dem ersten AKO ausgekickt ist, dass auch Randy Orton nach dem ersten AA weg. Nach dem ersten AA weg wäre. Man weiß es immer nicht so ganz genau. Russian Leg Sweep. Nein, entschuldige, Neckbreaker. Kann man daher? Oh. Ein Knee Drop wird das doch. Das ist nicht gut für die bereits vorhandene Platzwunde von Cena. Da kann auch gerne mal eine kleine Blutlache entstehen. Aber natürlich nicht auf der PlayStation 4, ne? Oh, Belgi Belly. Mal sehen, wird jetzt irgendwas ansetzen. Ah, sichtlich angeschlagen sehen wir, wie Cena schon mit seiner Ausdauer zu kämpfen hat. 2, nicht mal bis 2. Randy Orton kickt aus. Auf den Arsch gekickt, aber Randy Orton weicht aus. Zeigt uns eine schöne Clothesline. Die Viper Clothesline. Cover hinterher. Jetzt sperren wir nur noch mit Standardaktionen. Und so eine Standardaktion bringt jetzt hier den Sieg für Randy Orton. Was? 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 Geht denn manchmal ab? Der AKO brachte nicht den Sieg, aber anscheinend war John Cena so erschöpft, haben wir gerade noch gesehen, dass er nicht mal nach einer Clothesline auskickt. Weil Clothesline anscheinend so impactvoll, dass er nicht mal gut atmen konnte, kam nicht mehr hoch. Und so sahen wir das Ende. Da sehen wir es nochmal. Die Clothesline. Hat nochmal kurz gelächelt. Cover. 2, 3. SmackDown bringt klasse Matches. Fragezeichen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie fandet ihr das Finish? Schade, dass man nicht einstellen kann, dass Matches nur Special Moves beendet werden sollen. Und wir beenden diese Episode mit einem feiernden Randy Orton. Und morgen geht's dann los mit dem Pay-Per-View Extreme Rules. Jedes einzelne Match wird gezeigt. Es geht um jede Championship. Hoffentlich mal sehen, wie das dann aufgebaut ist. Ich hoffe, ihr seid dann mit am Start. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auf welches Match oder auf welche Fehde ihr euch am meisten freut. Bis dahin würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Euer Franz, euer Verzockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.